Außer er. Der hat einen grauen Bart, aber hat sich eine rosa Perücke aufgezogen. Was ist das für eine Scheißladen? Alter, wer will denn hier sein? Komm, wir quatschen mal. Ja, wir stellen uns mal fröhlich vor, was soll's. Wir haben 2400 Simoleons. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich fahre mit Fridolin dann lieber in den Park, bevor ich hier noch Bestattungskosten zahlen muss. Da draußen geht gerade ein Würstchen. Was? Celina Völl. Hey, Celina. Fridolin und die kennen sich noch nicht. So, jetzt kennen die sich und unterhalten sich über Panzer. Natürlich. Ist ja Fridolins Lieblingsthema. Ich glaube, ich fahre in den Park. Das ist mir... Ich reise dann lieber doch mal... So. Ladebildschirm. Und dann fahren wir mal in den Wüstenblütenpark. Was ist das hier? Rio Verde, alles klar. Wir fahren in den Wüstenblütenpark. Natürlich gleich nach dem 10-stündigen Ladebildschirm. Währenddem ich theoretisch noch ein wenig Multivitaminsaft schlürfen kann. Ich gebe das jetzt freiwillig zu. Ich gebe es freiwillig zu, wenn das Ding aufgeht. Na toll, jetzt lädt er hier schon, jetzt kann ich doch nicht trinken. Okay, stelle ich ihn wieder weg. So, Wüstenblütenpark. Wüstenblüten, Wüstenblüten, Wüsten. Ist das hier der Grey Grey? Brandon Grey. Als Weltraummonster spielen. Du kannst das nur tun, wenn Kinder auf dem Spielturm... Ja, da ist doch... Ist das kein Kind oder was? Ich kann... Ja, okay, das geht offenbar gerade nicht. Kinder haben wir hier ein paar... Ist zumindest immer ein besser... Das ist doch... Ist das Mortimer? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall besser als das eben gerade. Waren wir gerade beim... Tatsächlich... Bei Walking Dead in einer Bar. Wen haben wir denn da? Leo Förster. Hier können wir Schach spielen gegen Henrik Lamberts. Hier... Hier sind ganz komisch ganz viele Leute. Was machen wir denn mal? Im Park? Ich habe keine Ahnung. Morgan Freeman ist auch da. Das ist ganz gut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Jetzt können wir... Ja, Weltraummonster. Wir spielen Weltraummonster. Ich könnte natürlich noch ein bisschen was... Aber Fridolin ist natürlich... Schon wieder Celina. Die Celina läuft uns hinterher, habe ich das Gefühl. Vielleicht können wir die mal fragen, was so geht. Und was ist das? Ein Hausaufgabenbuch? Wieso liegt denn hier ein Hausaufgabenbuch? Du bist des Todes! Das Weltraummonster lauert! Hat sich aber nicht erschrocken. Mutig. Und da hinten ist wieder Zukunftsfridolin. Ich glaube, der stalkt uns auch. Der redet mit Celina. Ist das ein Hinweis? Sie verfolgt uns die ganze Zeit und redet jetzt mit Zukunftszeitreisen-Gay-Fridolin? Was ist da los? Das kann doch kein Zufall sein. So, was mache ich denn jetzt mal mit Frido? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte ja mal eine Runde grillen, spaßeshalber. Ich weiß noch nicht, ob er das kann. Grillen, Hamburger, Veggie-Burger. Was ist denn hier los? Tofu-Burger. Aber keine Option für Bacon. Was läuft denn hier falsch? Und da hinten ist ja Frau Halbfett. Die sehen wir in letzter Zeit ständig. So, da macht der Fridolin mal einfach ein paar Burger. Ich hoffe, da gesellt sich jemand. Vielleicht kann ich ja zum Essen rufen oder irgendwie sowas. Dann kann man hier so ein bisschen... Oh, der Fridolin träumt von der Liebe. Und da kommt Günther vorbeigestapft. Günther war mal ein Mann. Oder war mal eine Frau. Man weiß es nicht genau, in welche Richtung er sich gerade bewegt, sexuell. So. Ah, lecker, lecker. Köstlich. Wieso sind die Tofu-Burger eigentlich günstiger als normale Hamburger? Das stimmt doch gar nicht. Tofu-Burger würden noch 5000 Euro kosten normalerweise. Kann ich jetzt alle zum Essen rufen? Nein. Ich kann mir aber ein Gericht nehmen. Ich glaube, ich habe gar keinen Hunger, ne? Wieso kann man im Park eigentlich keinen Sport machen, sag mal? Hier wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn man hier irgendwie so einen Freiplatz hätte für Basketball oder sonst irgendwas. Stattdessen sitzen wir jetzt hier alleine. Wir können natürlich auch Schach spielen gegen irgendwen. Was vielleicht nicht die schlechteste Idee ist. Sarah Hermanns ist natürlich gerade im Gespräch. Da traut sich der Fridolin vielleicht gar nicht so richtig ran. Ich weiß es nicht. Spielen mit. Okay, die sind gerade alle da. Sarah Hermanns. Komm, wir spielen mal gegen Sarah Hermanns. Lass uns sogar das Essen stehen, weil wir gar keinen Hunger haben. Piguna. Orbitak. Oh, Pempini. Pempini.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Er haut ab. Er überlässt Fridolin das Feld, natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, ich muss erst mal überlegen. Oh, das war eine super Eröffnung. Yennabi? Hm? Was denn? Boah, Alter, das war so illegal. Okay, die spielen, ja, Schach. Kann man, sonst gibt es hier aber keine anderen Gruppenaktivitäten, ne? Natürlich schlafen auf der Bank, vielleicht noch tanzen in der Bar, aber das war's, so im Park. Er ist jetzt wieder konzentriert, denkt daran, dass er noch eine Handy-App programmieren muss, aber so richtig Spaß kann man hier nicht haben. Da möchte ich fast mit Fridolin ins Fitnesscenter gehen. Was auch keine schlechte Idee ist, zumal er, ja, was, wo geht eine Frau Halbpferd hin? Ist denn ein kaltes Buffet? Die hat sich den Mülleimer geschnappt und geht was essen. Ich verstehe. So, zumindest steigert er gerade seine Logik und wir können dann mal ein bisschen gucken. Vielleicht gehen wir dann doch mit Fridolin auch ins Fitnesscenter. Der Fridolin braucht ja auch noch ein paar Bauchmuskeln. Der will ja auch langsam, der will ja auch in Form kommen, der will nicht mehr verlacht werden und so weiter. Das ist ja immer so ein bisschen sein Problem. Man hört, das Gespräch ist im vollen Gang. So, ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat, aber irgendwie ist das auch nicht so. Der Park ist auch nicht so grandios jetzt, dass man da unbedingt, man müsste die Energie geht langsam flöten. Pass auf, dann gehe ich mal mit Fridolin ganz kurz ins Fitnesscenter, mal gucken. Vielleicht bringt es ja was. Ach Mist, ich hätte Reisen mitmachen können, dann hätte man das Mädel mitnehmen können wenigstens. Verbrennen und pumpen. Da geht auch seine Mutti hin. Die hat da so eine Clubkarte und auf die ist auch Fridolin eingetragen, plus ein Familienmitglied. Und da Tränenmond in ihrem Leben kein Fuß jemals in ein Fitnesscenter setzen wird, in Klammern, man weiß es nicht, hat sie natürlich erstmal Fridolin die plus eins gegeben, damit Fridolin auch in den Fitnessclub kann, wie seine Mutter. Nur will er dort natürlich nicht mit ihr zusammen gesehen werden, weil das wäre total peinlich. Oh Gott. So, Konzentration bei 2 Stunden Videospielen. Oh Gott. So, da sind wir jetzt also im Anzug im Fitnesscenter, weil der Park scheiße war, weil die Bar irgendeine Rentnerbar war. Hier sind alle Geräte da belegt. Aber Fridolin will ja eh ein bisschen pumpen. So, dann geht Fridolin ein bisschen pumpen. Hey, die Dame kennt er sogar. Kalina Weißhaupt. So, vielleicht kann man da ein bisschen quatschen. Hoffentlich sieht keiner, was für dünne Arme ich habe. Ist das schwer? Ist das schwer? Kann man sehen, wie viel Gewichte der stellt? Ah, hier 2. Der Typ da hinten das ganze Ding und Fridolin gerade mal 2 Gewichtlein. Ich kann nicht mehr. So, mal gucken. Mal gucken, wie viele Gewichte sie stemmt, wie Fridolin dagegen aussieht. Die hat natürlich schon. Die hat 3-mal so viel drauf. Ich reiß mir eine Sehne. Alter, die links neben ihm legt los. Wer ist das? Die Veronika legt los und der Fridolin. Naja, der Fridolin stellt sich ein bisschen peinlich an, das muss man schon sagen. Aber ganz ehrlich, es ist ja immer so die ersten Mal im Fitnesscenter und dann laufen da überall die Brocken rum. Also nicht sie, nicht die Veronika, sondern so wieder da hinten, der da gerade den ganzen Stapel pumpt. Und dann fühlt sich im Fitnesscenter immer erstmal wie so eine Eintagsfliege. Und am schlimmsten wird es, wenn du dann so eine Pumpe hast, die ganze Zeit noch immer so ihre Arme und so prahlen und bla bla bla. Das ist natürlich das Schlimmste. Gibt's auch. Zuhauf. So. So, warum quatscht er denn nicht mit ihr? Ist ihm bestimmt peinlich, weil er natürlich immer den dicken Max markieren will. Und das kann er hier natürlich nicht. Diese Perspektive ist so merkwürdig. Alter, diese Perspektive ist noch viel merkwürdiger. Was ist denn da los? Ich gehe mal schnell wieder aus dem Bild. So, ich versuche mal hier eine andere Perspektive reinzukriegen. So. Alter, die ist ihm haushoch überlegen. Warum lernt er die denn nicht kennen? Mann, Fridolin. Fridolin, los! Da ist eine Frau neben dir. Kann man nicht nebenbei quatschen? Mit Veronika trainieren. Na, siehst du mal. Dann trainieren wir jetzt zusammen. Mal gucken, was passiert. An die Grenzen gehen. Aber Fridolin ist eh schon an den Grenzen und sie geht. Ja, danke Veronika. Das war wirklich toll mit dir.
Okay, ich dachte, sie setzt sich jetzt wieder hin, aber leider... Ja, Veronika hat, glaube ich, kein Interesse an Fridolin. Das ist schade. Naja, was willst du machen? Was? Veronika zu trainieren einladen. Okay. Aber trainieren jetzt zusammen... Nimm mal den Schuh aus dem Bild. Wett? Passiert mir ständig im Fitnesscenter. Dass irgendwelche Frauen mit ausgeprägten Frisuren vorbeikommen und Hallo sagen. Da ist schon wieder Morgan Freeman. Unfassbar. Morgan Freeman ist überall. Ich glaube, ich müsste ihn mal umbenennen. Einfach wirklich in Morgan Freeman. Eigentlich müssen wir Morgan Freeman hier rumlaufen lassen. Man müsste in jeder Sims-Stadt, müsste man 10 Leute namens Morgan Freeman hinpacken. Wer ist das? Habe ich die schon mal gesehen? Der lief doch vorhin, Nadine Förster, die lief vorhin da schon irgendwie rum. Die habe ich ja auch noch nie gesehen. Ja, aber irgendwie quatschen die überhaupt nicht zusammen. Naja, aber immerhin, Fridolin, auch wenn er mit niemandem redet, der scheint ein bisschen introvertiert zu sein, der hat so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen Bammel davor, hier einen Korb zu kriegen oder dass Leute ihn auslachen. Oh, Level 4 der Fitnessfähigkeit. Kann jetzt am Sandsack boxen. Außerdem kann er schwere Gewichte am Trainingsgerät heben. Naja, so schwer sieht das jetzt nicht aus. Schweres Gewicht heben, komm. An die Grenzen gehen. Es ist ja Samstag, Alter. Das ist aber kein schweres Gewicht. Ja, das ist schweres Gewicht. Das hier ist kein schweres Gewicht. Und die Alte stinkt. Ach, er auch. Okay, dual stinken. Hey, die können doch zusammen rumstinken. Warum sieht sie das denn nicht? Jetzt fühlt sich Fridolin unwohl. Naja, gut, dann würde ich sagen, Energie. Wir gehen mal duschen, wenn hier eine Dusche frei ist. Ich gehe mal hier hinten. Eine dampfende, eine erfrischende Dusche. Die verleiht Energie. Die kommt uns sehr gelegen. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber schlafen. Achso, wer Veronika nackt sehen will, ne? Hier, die hat mit uns nicht geredet, deswegen entblößen wir die jetzt. So. Huch. Da war gerade ein Gerät kaputt. Ja, aber so richtig gebracht hat der Tag nix. Eigentlich wollte Fridolin ja irgendwie... Aber der traut sich ja auch nicht. Der will ja Frauen kennenlernen, der traut sich aber nicht so richtig. Oh nein, die Dusche ist besetzt. Oh. Ah, cool. Und schon ist die Dusche nicht mehr besetzt. Ach, wir haben den rausgeschmissen. Der stinkt und muss pissen gleichzeitig. Und die kommt aus der Dusche und macht gleich weiter. Hat die Dusche... Alter, guck dir mal an, wie sie die Dusche zugerichtet hat. Die Veronika ist voll ekelhaft. Die ist voll ekelhaft. Die ekelhaftige. Das darf doch nicht wahr sein. Wisst ihr das? Was ist denn... Hä? Ist das Gollum? Das ist Gollum! Im Anzug! Warum hat ein Gollum einen Anzug an? Warum? Was? Warum läuft hier Gollum im Anzug rum? Ist er jetzt Bankberater geworden? So, bestimmt Managerposten. Okay, Fridolin ist immer noch nicht sauber. Verstehe ich nicht. Wurde, glaube ich, auch rausgeschmissen. Komm, der reist jetzt mal nach Hause. Zack, reisen. Dann reisen wir mal nach Hause, drücke F4, um die Galerie zu öffnen. Das mache ich natürlich sehr gerne. So, hier in das sehr auffällige Haus reisen wir zurück. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ladebildschirmsong, la la. So, da sind wir wieder zurück und alle sind genau so, wie sie beim Losfahren waren. Nur Fridolin ist völlig im Arsch und muss dringend schlafen. Hunger, Hygiene, aber den schicken wir, schicken ihn sofort schlafen. Huch. Hä, hallo? So, Frikadella verpisst sich aus seinem Zimmer. Was macht die denn da? Eieiei, so. Ermüdet und müde. Ein Tränenmond, was ist denn hier los? Voll der Rambazamba-Haushalt. So, ah, Tränenmond tanzt wieder zu trauriger Musik. Ich
ich wäre tot. Ein Häufchen im Abendrot. Niemand weint um mich. Ich wünschte, ich wäre tot. Raus aus meiner Not. Wenn du verstehst, ich lieb dich nicht. Ich bin nicht zu Gefühlen fähig. Dass du mich willst, ja, das seh ich. Ich bin ständig deprimiert, auch wenn mir mal was passiert. Habt ihr das noch nicht kapiert? Ich bin Fräulein Tränenmond, in der keine Seele wohnt. Schwarz und auch meine Nägel. Wenn's dir nicht gefällt, wie ich meine Dinge regel, dann leg dich hin, ich deck dich zu mit frischer Erde vom Kopf bis zum Schuh. Dann liegst du da, bist langsam zum Dünger. Ich werde älter, der Mensch wird nicht jünger. Ich bin Fräulein Tränenmond, in der keine Seele wohnt. Ich hab noch nie jemanden verschont. Ich bin ein trauriger Engel, die Dunkelheit. Bei dieser Traurigkeit, verdammt, jetzt bin ich aus dem Konzept gerade raus. Traurigkeit, der Schaurigkeit. Wow. Mein Herz ist gebrochen in zwei kleine Hälften. Schuld war der Jochen. Was? Okay, Tränenmond muss aber langsam auch mal was essen. Ich habe keine Ahnung, wer Jochen ist. Ich weiß es nicht. So, ein Gericht nehmen. Dann essen wir erstmal was, Hygiene, dann erstmal gehen wir dann aufs Klo, dann wieder eine Dusche und dann schicken wir sie schlafen, weil, guck mal auf die Uhr, Energie ist auch schon ein bisschen low. Frikadella ist auch schon schlafen, siehste mal. Dann ziehen wir nochmal ganz kurz die Nummer hier durch. Auch wenn gerade ihr Lied gespielt hat, sie war gerade so schön in ihrem Element, aber hey. Deprimiert sein kann man doch immer, zu jeder Zeit. Deprimiert, schade, dass es nie kapiert. Ich war noch niemals liiert. Ich such die Seele aus der Dunkelheit, weil mein Herz nach einem Furunkel schreit. Oh yeah, Furunkel, Furunkel. Yeah. Furunkel Baby 2014. Ich geh kacken. Yeah. Vielleicht kriege ich Hämorrhoiden dadurch. Oder einen Lurch. Bei mir kommt niemals der Storch. Ist schon ein bisschen traurig, die Tränenmond, natürlich. So. Wenn du immer traurig bist, das Glücklichsein zumal vergisst, beim Pinkeln daneben pisst, dann bist du Tränenmond. So. Der Abend neigt sich einem frivolen Ende entgegen, einem traurigen Ende natürlich. Was? Ich glaube, er ruft im Paralleluniversum an. Der hat doch irgendeine Mission hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der durch Zufall immer hier rumschlurft. Ganz komisch. So, Frikadella ist unwohl. Frikadella. Tränenmond ist unwohl. Entschuldigung, Tränenmond ist unwohl, denn sie muss schlafen gehen. In ihrem neuen Rotlichtzimmer. Nicht rot wie die Liebe, nicht rot wie der Puff, sondern rot wie das Blut natürlich.
Und die Lampe geht auch nicht aus, wenn... Naja, ich verstehe es nicht. Na gut. Ist auch egal. Ist ja nicht mein Problem. So, es ist Sonntag. Alle können ausschlafen, bis auf Frikadella.